Hallo und willkommen zurück zum Minecraft. Wir wollen das Schwein, glaube ich, anlocken, ne? Dazu brauche ich Maulrübe. Möhrchen. Ein Möhrchen. Ich nehme die mal alle mit. Ich könnte auch ein bisschen Bruchstein mitnehmen, dass drüben nicht so viel am dass hier nicht so viel am Bruchstein rumliegt. Kisten sortieren habe ich jetzt auch keinen Bock. Das will ich auch gar nicht mit euch machen. Das mache ich mal offline. Das ist ja auch nicht spannend. Ich könnte vielleicht hier noch eine Lampe hinmachen. Eine Lampe, ne? Ah, habe ich jetzt eh nichts dabei. Außer... Obwohl... Dann mache ich sie dahin. Ach, egal, komm. Ich wollte erstmal das Schweinchen holen, das war irgendwo da drüben. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier so lasse, weil so viel Wasser. Da hinten ist auch noch ein Schwein am Planschen. Es wird schon wieder dunkel. So, Schweinchen, komm mal mit hier. Bring dich mal zu deiner neuen Familie, dein neues Zuhause. Komm mal mit. Ja, wie gesagt, in der letzten Folge Namensvorschläge, nochmal danke dafür, aber ich lasse die Namen erstmal weg, weil ja, die Schweine werden sowieso irgendwann geschlachtet wegen das ganze Fleisch. Und es werden ja auch immer mehr Fleischschweine. Und der Kleine ist, glaube ich, auch schon groß geworden. Ja, genau. Man weiß gar nicht mehr, wer es jetzt wäre. Und ihr wisst ja, sieht halt gleich aus hier, ne? So, komm mal rein hier, komm. Ja, komm. Schön. So, kriegst du ein Belohnung hier, was? Und du kriegst auch was. Und dann kann wieder jeder mit jedem und alle mit allen. Und ihr kennt das ja, ne? Ja. So. Ja. Schön. Herrlich. So. Wie sieht das denn hier aus? Ich stecke mal die Karotten ein, sonst kommen sie die ganze Zeit hin und her. Hallo, ihr Kleiner. Ja, schön. Schön, schön. So, da hinten. Oh, da hinten, da war ich noch gar nicht, ne? Da war ich doch gar nicht. Hm. Könnte man wieder eine Reise machen, ne? Eine schöne Reise. Mal gucken. Vielleicht ab die 300. Folge oder so. Wenn ich die 300 Folgen voll habe, dauert zwar noch ein Weilchen, aber dann eine schöne Reise machen. In die Richtung da? Ich glaube, da war ich noch gar nicht. Und ich glaube, da oben auf dem Berge war ich auch noch nie drauf. Und ich muss gleich mal abhauen. Das wird gleich dunkel. Da kommen die ganzen Monster, die ganzen Skelette. Und dann werde ich und die Schweine werden wir alle angegriffen hier. Und dann sind wir alle tot. Und dann liegen wir alle im Dreck. Und ja... Das muss ja nicht sein. Das muss nicht sein. Nee, nee. Deswegen gehe ich mal... Oh, hallo. Mal schlafen. So. Was haue ich erstmal hier rein? Ah, da waren auch schon Eier drin. Karotten haue ich da auch mit rein. Weizenkörner kommen auch mit da rein. Erde. Könnte mir auch hier vorne Schilder ran machen, ne? Schilder oder... Genau, man kann ja direkt auch die Bilderrahmen, glaube ich, auch direkt an die Kiste so ranklatschen, oder nicht? Liebe Leute, Frage an euch. Doch, ne? Ich glaube, die Bilderrahmen, die kann man direkt an die Kiste ran machen. Müsste eigentlich so möglich sein. Ich warte mal ab, was ihr dazu sagt. Ihr müsst ja auch was tun, ne? Deswegen Feedback. Ich könnte natürlich auch selber googeln und nachgucken, aber ich frage mal meine aktiven Abonnenten, kann man direkt die Schilder oder die Bilderrahmens mit Items anzeige da, ihr wisst schon, was ich meine, das an die Kiste anbringen. Bin ja mal gespannt auf eure Antworten. So, ach ja, Lampen, genau. Das hat sich mittlerweile ja auch erledigt mit den Lampen. Ist die Playlist aus? Warum ist die Playlist jetzt aus? Ist ja auch, na egal. Machen wir eben ohne Musik weiter. Ich guck grad, hier hinten war das ein bisschen kahl, ne? Da muss ich nochmal gucken. Da hat der Danger Dave geantwortet, aber sorry, ich habe gerade deine Antwort gar nicht mehr im Kopf. Auf der hinteren Seite war das hier. Hier finden auf jeden Fall auch noch Lampen. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das hier mache. Ob ich da oben überhaupt noch ein Fenster reinmache. Auf
auf jeden Fall, die Lampen bleiben stehen und dann vielleicht kommen da oben auch noch welche hin. Ist das ein bisschen heller? Weil wenn die Lampen da oben sind, dann ist das natürlich hier unten nicht hell genug. Das ist natürlich auch klar. Ah, wieder Musik. Dann hole ich mir mal die Falltüren. Ich glaube, die habe ich auch drüben. Warum habe ich alles drüben in die Kiste geschmissen? Ich glaube, weil ich da hinten dann die Kiste leer geräumt habe, ne? Oder? Ja. Ich glaube, das war das gewesen. Deswegen hatte ich da oben alles reingeschmissen. Da sind die Holzfalltüren. Bruchsteinmauer. Ich glaube, Schwarzeichenholz muss auch wieder mit. So, ich weiß jetzt nicht gerade, was ich noch brauche. Ich sehe das schon kommen. Ich laufe gleich wieder zurück hier. So, aber die Lämpchen, ne, wie gesagt, die bleiben hier stehen. Stören ja auch nicht. Ach, hier war ich ja auch bei, ne? Hätte ich ja Koppel rangemacht. Muss die Fenster noch machen. Mach ich da Balkon ran, ne? Doch, würde schöner aussehen, ne? Die Fenster mache ich dann fertig, Balkon ran. Aber ich denke mal, das werde ich offline machen. So. Habe ich noch Falltüren? Ja, das lang noch. Das sollte reichen eigentlich für die ganzen Lampen hier. Hatte ich schon. Da oben war, glaube ich, auch soweit alles. So, komme ich da so hoch gejumpt? No. Jetzt habe ich natürlich keine Erde, ne? Immer noch zu niedrig. So, einer sollte reichen. Das andere habe ich natürlich jetzt nicht dabei. Was habe ich denn hier für ein Holz? Okay. Ach, hier habe ich dunkles Holz, Eichenholz und da oben habe ich Birke genommen. Naja, macht ja nichts. Für oben nehme ich den Birke. Glaube ich, hatte hier noch ein bisschen was drin. Birkenholz auf jeden Fall. Zäune hatte ich drüben, glaube ich, auch. Aber ich laufe jetzt nicht rüber. Jetzt habe ich keinen Bock, da wieder rüber zu laufen. So, wie ging das? So, ne? Oder? Oder sind das Türen? Nein, alles klar. 15 Stück eigentlich zu viel schon, aber man kann ja da vom Birkenholz nicht, vom Birkenholzzaun auch nicht genug kriegen. Eigentlich genug haben. Also nicht genug davon haben. Erde, Erde, Erde hatte ich da drüben. Ach ja, ich mache mir so wieder kompliziert heute, aber ist ja auch wurscht. So. Ich bin sowieso nicht das Schnellste, ne? Hopp, sieht's ja, ne? Springt rauf, fällt wieder runter. Ne, komm, lassen wir das. Zack. What? Was denn jetzt? Ach. Hä? Warum kann ich da nichts dranhängen? What ist denn... What? Was ist denn hier verkehrt? Ist das nur ein halber Block da, oder... Bin gerade verwirrt. Warum geht das nicht? Moment, Moment, Moment. Ich hab ja... Warum geht das hier und warum geht das da drüben nicht? Ich kann die Lampen auch sonst versetzen. Nee, komm, die Lampen bleiben jetzt da. Ist egal. Ich mach das mal anders. Ich habe gerade eine Idee. Und die Lampe ist ja genau da unter, ne? Moment mal.
Oh. Moment. Ach, der ist ja. Soll ich das so machen? Sieht auch nicht schlecht aus, ne? Oder soll ich da nur Kobbel reinsetzen? Die sind dunkel, dann müsstet ihr. Und das passt nicht. Ich glaube, ich nehme die wieder weg hier, weil die dunkel sind. Hat auch was, ne? Da haben wir das oben ein bisschen hell und hier unten. Ist ja echt nicht schlecht, ne? Das ist gerade wieder so eine spontane Idee von mir. Oh, ich sehe gerade, ich habe schon wieder überzogen. Oh, ja, eine Frage an euch, liebe Leute. Gefällt euch das auch hier so? Soll ich das so lassen? Sieht das gut aus? So, also ist nicht schlecht, ne? Also habe ich so auch noch gar nicht woanders mal gesehen. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Warum das da nicht geht? Das muss ich mir nochmal anschauen. Komisch. Naja. So, auf jeden Fall will ich nicht überziehen und deswegen, liebe Leute, komme ich zum Ende. Lasst mir was da, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Ding Daumen nach oben da, würde mich sehr drüber freuen. Natürlich auch über schönen Feedback und ich sage mal, jo, bis zur nächsten Folge. Tschüss.